So. Und damit offiziell willkommen zurück zu The Witcher 1 im Stream. Wir spielen Witcher 1 Enhanced Edition. Im Live-Let's Play, neue Parts, neue Aufnahmen, neuer Stream. Auf geht's, weiter geht's hier voran. Wir müssen nach wie vor den Dorfältesten finden, oder wie der hieß, der Priester hier, der Geistliche. Den müssen wir aufsuchen. So, die Tür kann man nicht betreten. Was ist denn das? Aber hier kommen wir rein. Das ist ein Witcher. Das ist der Geralt. Alter Stadtbewohner. Odos Bruder hätte uns vor der Bestie beschützt. Und was Ich für eine lebte Bestie? einst in Vizima, doch die Armut vertrieb mich in die Außenbezirke. Die Männer beim Tempel sprachen von euch. Was redest du dazwischen? Viele Tiere starben an der Pest. Wie Aha. soll ich bloß die Kinder ernähren? Ich habe keine Zeit zu reden. Aha, ich habe etwas für euch. Vielleicht könnt ihr ein Arrangement treffen. Geld oder Geschenke? Wir können ihr Brot geben. Schadet ja nicht. Ich kenne nur alte Fabeln. Ja, viel Viel Glück. Glück. Jetzt haben wir ihr ein bisschen. Ich hab nicht. Ich kenne. Vielleicht sollten wir uns die Fabeln mal anhören. Die würde ich gerne hören. Vielleicht bringen die Meine was. Enkel lieben Geschichten über ertrunkene Tote. Etwa die der Okay. verschmähten Müllerstochter, die sich in die Fluten stürzte, einen Mühlstein um den Hals. Wenn Das klingt jemand nicht nach ihn einer vor fröhlichen Leidenschaft Geschichte. ertrinkt, so kehrt er als ertrunkener Toter wieder. So auch Aha. die Müllerstochter. Sie verfolgte nächtens die Lebenden, bis die Ritter vom Orden der Flammenrose ihr ewige Ruhe gaben. Ja. Der Orden der Flammenrose löscht Ungeheuer aus? Seine Ritter beschützten uns unentgeltlich. Unfaire Konkurrenz, würde ich sagen. Gut. Die alte Schwulle hat uns was erzählt. Das scheint zufriedenstellend zu sein. Dafür räumen wir sie ihren Kleiderschrank aus. Wir haben mir leid Brot gegeben und ich nehme ihr nur Hühnerkeule. So muss das. So, da. Missgeburt oder nicht, ihr könntet nützlich sein. Wer nennt mich im Missgebot? Jetzt gibt's hier gleich auf dem Deckel. Das sieht nach einem geistlichen Haus aus. Ist prunkvoll. Okay, das kennen wir. Das ist dieselbe Person. Ist mal schnell rübergerannt. Okay. Ist hier die Geistliche zugegen? Alter Stadtbewohner. Ich will gar nicht wissen, wo die Budenbesitzerin ihr Fleisch findet. Aha, Die Männer beim ja, am Tempel besten man fragt sprachen von nicht. euch. Ist wie bei Dönerfleisch, das ist am besten, ja, das ist. Am besten du fragst nicht, was drin Ich ist. sage nichts. Am besten du fragst nicht und genießt. Wer will das schon wissen? Missgeburt oder nicht? Halt die Schnauze, Alter. So, hier will mir auch keiner sagen, wo wir den Geistlichen finden. Früher schätzte man Blumen, nun pflanzt sich nur noch Tulpen an. Anscheinend. Ja gut. Abgeschlossene Tür. Stadtbewohner. Alter Stadtbewohner. Kein Geistlicher hier. Ja gut.
Hinweise auf den Verbleib des Geistlichen haben wir hier noch nicht. Wir untersuchen hier mal alles. Okay, hier gibt's was zu holen. Mal ein bisschen looten. Vielleicht ist unten ja jemand. Nee, hier ist niemand. Aber die Kisten kann ich entleeren. Ein bisschen Loot mitnehmen. Ja. Na dann. Vom Adligen immer noch vom Geistlichen immer noch keine Spur. Wäre es in der Kirche vielleicht abgeschlossen? Ein Geistlicher. Hallöchen. Hinfort, Teufelsbrut. Beruhigt euch, Priester. Ich will nur mit euch reden. Es gibt nichts zu bereden. Oh doch, das gibt es. Ich suche die Salamandra. Wie ich hörte, kommen sie hierher. Die werden uns euretwegen töten. Ich kann mich erkenntlich zeigen. Was schwebt euch vor? Euch macht eine Bestie zu schaffen. Was geht euch das an? Ich bin ein Hexer. Ich könnte helfen. Jüngst traf hier ein anderer Hexer ein. Berengar. Er versprach, die Bestie zu erschlagen. Auf den Scheiterhaufen mit ihm. Jedoch, als er sie heulen hörte. Ich bin nicht Berengar. Wenn ihr mein Vertrauen wollt, bringt dem Volk das Licht des ewigen Feuers und vertreibt die Finsternis. Im Dorf gibt es 5 Kapellen. Feuer wird die Bestie nicht vertreiben. Sie ist weit mehr als nur ein streunender Hund. Das ewige Feuer, Gotteslästerer. Ihr könnt gewiss sein, dass es Bestien vertreibt. Denn es steht geschrieben, nein, da bin ich mir nicht sicher. Auch wenn seine Seele im Dunkeln und sein Antlitz grässlich anzuschauen ist, urteilt nicht vorschnell, denn er trägt die Flamme der Hoffnung in die Nacht. Und außerdem, nur im Licht des ewigen Feuers werdet ihr sicher sein. Na gut. Ja, schon gut, aber das kostet euch 100 Orens. So sei es. Aber das ewige Feuer muss nachts in allen 5 Kapellen brennen. Wo kriegen wir das her, das ewige Feuer? Ich suche nach Männern, die Salamander-Abzeichen tragen. Das ist nicht klug. Wieso? Die zu verärgern, kann euer Leben verkürzen. Sehe ich aus, als hätte ich Angst? Vor euch kam hier schon ein anderer Hexer vorbei. Der war genauso eingenommen von sich selbst wie ihr. Doch seht ihr ihn hier? Nein, denn er ist geflohen. Ich bin nicht er. Seid nicht so überheblich, was die Salamandra angeht. Das ganze Dorf fürchtet sie. Und das ich fürchte sie nicht. Ihr müsst uns alle überzeugen. Was kann ich tun? Für mich wünsche ich mir, dass ihr die Bestie vernichtet. Was die anderen angeht, besucht Odo, Mikul und Haren. Könnt ihr deren Probleme ebenfalls lösen? Sind das so etwas wie Älteste? Alle kennen und achten sie. Odo ist reich, Haren ist Kaufmann. Mikul gehört zur Stadtwache. Wenn ihr deren Vertrauen gewinnt, gewinnt ihr das Vertrauen des ganzen Dorfes. Das werden wir sehen. Wartet. Die müssen glauben, dass ich euch geschickt habe. Zeigt ihnen diesen Ring. Ja, sehr gut, dann können wir rein ins... Mit dem Ring können wir ja... Können wir rein in die, durch die Stadtmauern das ewige Feuer suchen und uns dann in die Kapellen reinbringen, oder? Kapellentür. Erhalten Siegerring. Ja, die Kapellentüren sind abgeschlossen. Und werden nachts geöffnet, damit ich dann das Feuer reinbringen kann, oder was? Ja, gut. Okay, die 100 Ohren haben wir noch nicht bekommen. Vielleicht können wir aber jetzt erstmal nur rein in die Burg. Und was ist das? Vielleicht kommen wir da dann weiter mit unserem Abenteuer. Ja, das ist nur eine Nebentür. Wir müssen da wahrscheinlich zu dem Kollegen am anderen, am Haupttor.
dort drüben. Gut, ja, mal durch die Lande rennen. Mit denen haben wir auch schon gesprochen. Hier waren wir schon mal, müssen wir nicht normal tun. Hier haben wir auch schon gelootet. Eine Sonnenblume. Ne, das ist keine Sonnenblume. Sah nur so aus. Das ist eine große Burg. Muss man eine Weile drum rumlaufen, wenn man drum rumlaufen will. Aber hier erstmal zum Haupteingang. Zum Haupttor. Und da wir jetzt den Ring umhaben, vom Geisterchen, lässt er uns doch bestimmt rein, oder? Das hat er zumindest so gesagt, dass er uns reinlassen will. Mit dem Ring. Mikul, hallo. Weiß der Geistliche, dass ihr hier seid? Na hier, siehst du den Ring? Natürlich. Ich glaube euch nicht. Hat er euch was mitgegeben? Na hier, ihr müsst einen Ring tragen. Aber ich trage doch einen Ring. Ich komme später wieder. Was? Was ist mit dem Ring? Haben wir den im Inventar irgendwo? Wir haben doch den Ring. Ah, hier den Ring. Sehr schön, dann kommen wir doch jetzt hier. Weiß der Geistliche, dass ihr hier ja, seid? Ja, natürlich. Hallo Fastenpocker. Fastenpocker Fury, willkommen im Chat. Was schreibst denn du hier auf einmal, Bu? Was ist denn los? Willst du mich erschrecken oder was? Bu. Natürlich. Ich glaube euch nicht. Oder war es ein Ausbuhen? Was mitgegeben? Hier, ich hab einen Ring. Der Geistliche sagte, betet das Feuerzeichen an. Offenbar hat er euch geschickt. Okay. Der Geistliche meinte, ich könnte euch zu Diensten sein. Ich soll diese toten Leute loswerden. Tote Leute? Jawohl. Der Kommandeur hat mich zur Gruft unten an der Straße beordert. Ich habe doch noch nie gekämpft. Viel zu viel Angst. Hm. Tote, sagt er. Aha, okay. Bitte, Herr. Fastenpocke schreibt vielleicht etwas. Naja, einen Versuch war es ja wert. Ach so, du willst mich erschrecken. Ja, gut. Sehr toll. Das Survival, das funktioniert online, habe ich mir schon so gedacht. Ja, das hatten wir. Muss dazu erzählen, dass wir ja gestern nachts noch ein bisschen was abgesprochen haben. Ich werde eventuell mal mit dem Fastenbocke gemeinsam Survivalist spielen. Die Demo-Version zumindest. Die kostenlose. Schauen wir mal. Erstmal spielen wir Witcher hier. Ich bin ein Hexer. Ich befreie euch von den Unholden. Aber ihr müsst 200 Orens zahlen und dem Geistlichen sagen, dass ich gut. euch geholfen habe. Gewiss, Herr. Ich erzähle ihm alles, was ich weiß. Das ist nicht viel. Aber viel Gold besitze ich auch nicht. Na egal. Solange die Toten erschlagen werden. So kommt man an Geld. Das ist. Merkt euch, Kinder, so kommt man an Geld. Vom Geistlichen haben wir 100 Orens verlangt und von ihm verlangen wir jetzt 200 Orens. So kommt man schnell an Geld. Können wir jetzt hinein? Ich würde jetzt hier gern. Lass mich durch. Der Geist. Wo könnte ich einen Pass bekommen? Der Orden der brennenden Rose hat Pässe. Das ewige Feuer bekämpft die Pest. Ich habe hier keine Ritter gesehen. Könnte der Geistliche etwas wissen? Der ist schlau. Fragen kann nicht schaden. Lebt wohl. Ach. Wie komme ich jetzt durchs Tor durch? Der Geistliche sagte, betet das Feuerzeichen. Ja, ist ja gut. Wo kann ich diese Ghule finden? In der Nähe des Gasthauses. Da ist so ein Hügel und so ein Eingang. Lebt wohl. Ja gut. Der Gast.
Ich fand diese seltsamen Würfel. Zwergenhandwerk. Keine Ahnung, was die Leute reden, aber ich spiele schon lange nicht mehr, ich schwöre! Ganz ruhig, Mikol. Ich frag ja nur. Der Geistliche kann bestätigen, dass ich meine Würfel verbrannt und der Teufelei abgeschworen habe. Redet mit dem Zwerg Soltan! Soltan, sagt ihr? Rest aktualisiert ein Würfelspiel. Den Soltan müssen wir treffen. Der war doch da drüben. Auf dem Weg zum Geistlichen können wir den nochmal befragen. Joa. Ja gut, ich dachte, jetzt kommen wir durchs Tor mit dem Siegelring an der Hand. Aber ja, jetzt müssen wir erstmal nochmal zum Geistlichen zurück. Hin und her gelaufen hier. Vielleicht finden wir unterwegs noch den Soltan. Soltan der Zwerg. Können wir mit dem nochmal über das Würfelspiel reden. Den haben wir doch letztes Mal hier gesehen. Zuletzt hat man den hier gesehen. Ist der vielleicht hier drin? Schunke, Raufbold. So, hier oben. Ich dich auch. Raufbold. Sollte dann hier nicht drin. Ich weiß auch noch nicht, wie lange wir das hier spielen werden, ob wir das jetzt nicht spielen können. Vielleicht wird es auch pausiert werden. Es kann gut sein, wenn Lightmares 2 dann released wird, dann kann es durchaus sein, dass dann ist durchaus möglich, dass ich dann The Witcher 1 erstmal pausiere und Lightmares 2 spiele. Ich weiß nicht, ob was bis. Ich werde heute 2 Stunden spielen, ich werde bis 20 Uhr spielen. Ich suche gerade hier den Zwerg. Harenbrock. Nee, der ist nicht der Zwerg. Der hieß anders. Es kann gut sein, dass das dann halt. Ich werde es auf jeden Fall zu Ende spielen, bloß. Ja, nein, das 2 dann erstmal Vorrang. Das heißt, es kann sein, dass dann zu diesem Zwecke erstmal pausiert wird. Eine Rolfbeule hier. Den Zweck finde ich hier nirgendwo. Gut, na dann. Und wenn er halt nicht hier ist, dann halt nicht. Raufbold. Feuersteller. Hier nochmal kurz reingucken. Hier sind nur Raufbolde. Hauen wir mal ab. Ja, ein paar Wochen haben wir noch Zeit, bis The Nightmares 2 rauskommt. Es kommt erst am 11. Februar. Bis dahin können wir noch ein paar Mal Witcher spielen. Und jetzt immer 2 Stunden am Stück spiele. Dann kriegen wir es vielleicht weitestgehend fertig. Dann können wir vielleicht schon mal dicht ans Finale ran. Halt die Schnauze, wenn ich rede. Vielleicht kommen wir ziemlich weit voran, aber zu Ende kommen, weiß ich nicht. Vielleicht schaffen wir es auch. Feuer in der Kapellenkirche wegen Feuer bezahlt. Ich möchte Stadt, aber brauche einen Brief, eine Art Pass. Ich möchte in die Stadt, aber ich brauche einen Brief, eine Art Pass. Nur Ritter des Ordens haben Pässe, aber als Kaplan habe ich auch einen. Kann ich ihn haben? Ihr? Ein Fremder? Ein Streuner? Habt ihr den Verstand verloren? Okay, was müssen wir tun, um ihn zu bekommen? Sprecht, schnell. Oder um einen anderen zu bekommen? Ja, scheiße. Das hilft uns nicht weiter mit dem Pass. Was war das noch gleich mit dem Feuer?
und den Kapellen. Zündet nachts in jeder, der lebt wohl. Ja, ja, okay. Sprecht, schnell. Als ob du eine Eile bist. Ich hörte, die Kirche des ewigen Feuers bezahlt Kopfgeld für Ertrunkene. Wenn ihr beweisen könnt, dass ihr einen getötet habt. Ich komme mit einem Beweis zurück. Beeilt euch. Sprecht, schnell. Gut, Seid ihr der Kaplan des ewigen Feuers? Ja, Heide. Nur das ewige Feuer kann uns vor dem weißen Frost retten. Tatsächlich. So steht es in der Prophezeiung von Idlinne, der Elfenhexe. Ach, wirklich? Die alte Welt wird untergehen und neu geboren werden aus einem Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Ihr scheint euch zu widersprechen. Ihr macht euch über mich lustig, Hexer. Sagt mir, wer gab euch das Recht, euch in der Menschheit einzumischen? Kirche widerspricht sich öfters mal selbst. Ein emotionsloser Mutant. Antwortet, wer? Emotionsloser Mutant? Ich weiß nicht, von dem man das Schwert an. Wer immer Gottes Lästerei betreibt, der Adieu. Naja, also der ist mir ein bisschen grundunsympathisch. Der Geistliche. Ja, und wie machen wir jetzt hier weiter? Die Leute treffen, die mir hier angesagt wurden. Halt, Streuner! Was seid ihr überhaupt? Ein Hexer. Wir sind die Bürgerwehr, Hüter des Friedens. Die Bürgerwehr, okay. Ich verstehe. Wir müssen uns vergewissern, dass ihr nicht... Ich bin immun. Das sagt mir nichts. Müssen wir prüfen. Was jetzt? Naja, ihr seht schändlich aus. Aber gesund. Zieht weiter. Adieu. Will ich dir auch geraten haben. Ein kleiner Kampf mit Geralt, dem Hexer. Es wäre nicht sehr ratsam hier, sich mit Geralt anzulegen. Die Bürgerwehr. Ich euch auch. Lasst uns in Ruhe. Noch eine alte Frau. Ja, dann lasst euch in Ruhe. Ach, ich habe die Kraft nicht mehr. Ich dachte, ihr wärt ein Bandit. Ich euch auch. Wir werden hier wohl sehr unfreundlich behandelt. So, in welche Richtung? Wollten wir aufbrechen? Ich glaube, von hierher kamen wir, oder? Nee, ich glaube, das ist die richtige Richtung. So. Den Zwerg müssen wir noch finden und dann müssen wir noch die Händlerin oder so. Drei Leute, die uns der Geistliche gesagt hat, die müssen wir noch treffen. Ansonsten den Zwerg, den müssen wir finden. Wieso, wenn sie sich mit dir anlegen würden, hättest du was zu tun? Ja, dann. Das wäre ein ordentlicher Kampf. Nein, ordentlicher nicht, das wäre ein sehr kurzer Kampf. Mit dem Schwert einmal ein, zweimal ausholen und dann hat sich das. Oh, das sieht aus wie ein Ritter. Vielleicht hat der einen Ausweis, den er mir geben kann. Seid gegrüßt, Hexer. Ich bin der hiesige Jäger. Der Geistliche wollte uns ja nicht helfen. Wollt ihr wissen, wieso ich weiß, dass ihr ein Hexer seid? Nicht? Na gut, was wollt ihr? Dann siehst du uns an der Visage an, wahrscheinlich. Ich suche nach Arbeit für einen Hexer. Naja, eigentlich wollte ich das selbst erledigen, aber da ihr schon mal hier seid. Angeblich haust ein Ungeheuer am Seeufer und frisst Bauern, die spät noch unterwegs sind. Vielleicht hat sich ein Ghul in der Gruft eingenistet. Wie viel für jeden? Ihr Hexer macht nichts uneigennützig. Tötet ein Ungeheuer, bringt mir den Beweis, dann belohne ich euch fürstlich. Ja, fürstlich belohnt werden wir doch gerne. Ja, weil das ist doch dieselbe Quest wie für den Geistlichen. Wie sieht die Kreatur aus der Gruft aus? Für mich sieht es nach einem gewöhnlichen Ghoul aus. Aber weiß der Teufel. Seht selbst. Okay. Haben die Bauern noch mehr über das Ungeheuer am Seeufer gesagt?
Ich weiß nur, dass es nachts am See jagt und Leute tötet. Sucht es am Ufer, in der Nähe von Harens Haus. Wie viel verlangt ihr für einen Ertrunkenen? Das kann ich euch nicht sagen. Ist mein Berufsgeheimnis. Kommt schon. Aha. Wir haben denselben Beruf. Sieht so aus. Also, wie viel für einen Ertrunkenen? Kommt auf den Kunden an. Aber im Schnitt 80 Orens. Da bin ich nie rangekommen. Ich wusste, dass mit diesen Preisen was nicht stimmt. Beruhigt euch. Fortschritt, wo man hinschaut. Nur Hexer, Relikte einer vergangenen Epoche, arbeiten noch für ein Almosen. Und lassen sich noch dazu von denen, denen sie helfen, als Missgeburt beschimpfen. Ein anständiger Lohn für ein anständiges Tagwerk. Was war das? Nichts, nichts. Macht's gut. Da sagt er was. Schlecht bezahlt und auch noch als Missgeburt beschimpft. So sieht's aus. Ohne Ritterrüstung. Können wir ein bisschen kämpfen. Sieht nicht so aus. Gut, in welche Richtung geht's weiter? Hier rein, oder? Wir müssen hier noch ein paar Leute besuchen. Leerstehende Häuser. Achso, ich glaube, da waren wir schon mal. Gehen wir weiter. Achso, da war der. Da ist der Ritter. Ich vergeude meine Zeit. Hat er gerade gesagt, ich bin ein Salamander, das Kind. Ja, ab mit seinem Kopf. Tür aufgeschubst. Das Leben in der Armee ist hart. Oh, Armee, vielleicht haben die. In der Gruft hausen Ungeheuer. Ja, und wie kommen wir zur Gruft? Kannst das mal jemand verraten? Ist ja vielleicht nicht schlecht. Wir haben eine Karte. Umland von Visimar. Für Schrein. Hier waren wir noch nicht, oder was? Abigail's Haus. Schrein. Fischhändler. Lager für Lagerfeuer. Ich glaube, hier auf der linken Seite waren wir noch nicht, sonst wäre das nicht rot. An den Schreien, oder sind die Schreien einfach nur rot markiert? Höhle unter den Mauern, das klingt nach einer Grotte. Das könnte auch als Grotte. Und das Haus. Mit wem müssen wir uns denn jetzt treffen? Was waren denn die Namen, die genannt wurden? Abigail wäre vielleicht nicht falsch. Sollen wir da mal hingehen? Ansonsten haben wir den Schmied, den Spieler, den haben wir. Gab's doch irgendwas mit Würfeln. Unsere Quest war noch. Kräuterkundler. Reisender. Und warten wir hier einen Spieler. Hier haben wir ein Quest gegen Questboard. Ja gut. Geralt? Oh, der Zwerg. Ah, Löchen, Sultan. Sultan. Schiffen wollte ich also. Ich habe diese merkwürdigen Würfel gefunden. Sieht nach einer Zwergenarbeit aus. Es ist Poker mit Würfeln. Ach, hallo Mary übrigens. Man muss sich nicht so konzentrieren wie beim Kartenspielen, aber der Spaß ist nicht. Ich wollte nur schnell grüßen, bin am Fußball schauen, komme vielleicht um 18:45, wenn die erste Halbzeit vorbei ist. Ja, ich spiele heute bis 20 Uhr, Mary. Ich spiele bis 20 Uhr. Ich spiele 2 Stunden hier. Du kannst noch zuschauen. Fußball ist also interessanter als mein Stream, als Witcher. Ah, verstehe. Nee, Spaß. Bin selber kein Fußballfan, aber ja, wenn das für dich wichtig ist, wenn du dir das anguckst, verstehe ich das natürlich. Wenn das spannend ist für dich. Ich habe ab und zu mal Fußball geguckt. Ich habe bei der Fußball-WM, also
So BVB gegen Bayern München und so, das habe ich nie geguckt, aber so Fußball-WM oder so, das habe ich früher mal geguckt. Und das ist, ich penne da mal fast ein bei, also Fußball ist wirklich uninteressant für mich. Also es langweilt mich immer zu Tode. Es ist da, ich habe es dann mit meiner Familie ein paar Mal geguckt. Ist dann halbwegs spannend mit der Familie, weil man da ein bisschen drüber reden kann mit der Familie, aber auch das ist, es ist, also Fußball ist wirklich nicht mein Ding. Ich verstehe es, wenn andere das mögen, aber für mich ist das einfach 11 Leute, die auf dem Platz um, wie viele waren das? Ja, Leute, die auf dem Platz um Ball kloppen, sich da in den Ball treten. Das ist, ja, da finde ich keinen Spaß dran. Gut, mal hier weiter im Game. Und wie wird gespielt? Spielen wir eine Runde. Ich zeige euch, wie es geht. Gerne. Ich gönne mir gerade mal einen Schluck. Hey, jetzt Schluck aus der Flasche. Oh, Spiel starten. Jetzt wird ein Glücksspiel gemacht. Oha. Oh ja, machen wir mal einen kleinen Starteinsatz zum Anfang. Würfeln drücken. Würfeln. Let's go. Würfelspiel. Okay, das war jetzt. Achso, das sind meine Würfel hier. Das sind seine. Möchtet ihr erhöhen? Ihr habt vier gleiche und Gegner hat zwei Paare. Das ist sehr gut. Ich erhöhe auf 15. Machen wir mal. Riskieren wir. Ihr habt gewonnen. Gewonnen Spiele. Sehr schön, nächste Runde. Würfeln drücken. Oha, das sieht aber gut aus. Drei gleiche. Ja, drei gleiche und dann noch zwei gleiche. Das ist ja sehr gut. Ihr habt Full House, Gegner hat zwei Paare. Ich erhöhe. Gewonnene Spiele. Ihr habt gewonnen. Spiel verlassen, oder? Wollen wir noch mal spielen? Alle guten Dinge sind es drei. Gewonnene Spiele 0. Hä, wie was? Ein Würfelspiel. Ihr kennt jetzt die Grundlagen vom Pokerspiel. Ah, okay, das ist Poker.